In diesem Video verrate ich euch mein Rezept für dieses vegane Schokoprotein-Eis. Das ist alles, was wir dazu brauchen. Die Hauptzutat ist das Proteinpulver. Ich verwende das von Slim Salabim. Ich verwende es jetzt im Geschmack Schoko für Schokoeis. Gibt es aber auch im Vanillegeschmack oder Cassis in dieser praktischen Probierbox. Dann machen wir da Kokosöl mit rein und Erdmandel-Schokocreme. Wenn ihr das nicht habt, super leckeres Produkt müsst ihr haben. Könnt ihr auch einfach Mandelmus verwenden und ein bisschen Reismilch. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Kakaonips dazu. Ihr könnt auch noch ein bisschen Haselnusssplitter mit reinmachen. Auch super lecker. Dann kommt eine Frischhaltefolie darauf und dann geht's ab in die Tiefkühltruhe. Das Eis muss nicht zu lange kühl stehen. Es darf ruhig noch ein bisschen cremig sein. Also so 2 bis 3 Stunden je nach Menge reichen eigentlich schon. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und schon haben wir ganz einfach selbstgemachtes, veganes, natürliches Schokoeis. Ich verlinke euch in der Infobox unter diesem Video noch einmal das genaue Rezept und auch, wo ihr all die Zutaten findet, die ich hier verwendet habe.